dass die Jugendämter überfordert sind. Hast du das mitbekommen? Ja, das habe ich auch gelesen. Und zwar in einer neuen Studie sagen Mitarbeiter, dass sie Angst haben, wegen der hohen Arbeitsbelastung Kindswohlgefährdungen zu übersehen oder falsch einzuschätzen. Ja, und wenn dann halt was passiert, dann haben die Jugendämter Schuld. Schreibt dann die Presse und so. Nicht immer liegt es an der Arbeitsüberlastung. Es gibt auch viele Behördenspielchen und dieses Zuständigkeits-Hin- und Hergeschiebe. Aber mehr Stellen würden auf jeden Fall helfen. Zuständig ist ja das Familienministerium mit der neuen Ministerin jetzt. Und zwar Frau Giff. Mhm. Hier. Giffey heißt sie. Ach so, Frau Giffey, ja. Mit ihr sind wir jetzt live in Berlin verbunden. Guten Abend, Frau Bundesfamilienministerin. Einen guten Abend. Ich bin Franziska Giffey, 40 Jahre alt, Bundesfamilienministerin. Davor war ich Bezirksbürgermeisterin in Berlin-Neukölln. Dort waren meine Schwerpunktthemen Bildung und Schule, Familie und Kinder, Arbeit, Wirtschaft, Integration, Wohnen sowie Sicherheit, Ordnung und Weltfrieden. Weltfriede auch. Sie gelten ja als Frau der Praxis. Was sagen Sie dazu, dass Jugendämter aufgrund der Kassenlage chronisch unterbesetzt sind, mit allen Folgen? Ich war ja Bezirksbürgermeisterin in Berlin-Neukölln und da kann ich jetzt viele Probleme mit einbringen. Zum Beispiel auch mit Jugendlichen, auf die wir als Politiker reagieren müssen. Mit Sympathie, aber auch mit klaren Regeln. Denn wir dürfen nicht vergessen, was die Menschen vor Ort bewegt. Und wenn 100 Leute sagen, wir haben da ein Problem, dann ist da ein Problem. Und das müssen wir lösen, was nicht immer einfach ist. Aber wir müssen den Menschen das Gefühl geben, dass wir uns um sie kümmern. Wie wäre es, statt ein Gefühl lieber Geld zu geben? Also ein Mitarbeiter im Jugendamt betreut manchmal bis zu 100 Fälle, 35 gilt als angemessen. Da muss es ja zu Fehlern kommen. Am Ende stirbt ein Kind. Ich war ja Bezirksbürgermeisterin in Neukölln und die Probleme dort können Sie auf viele Neuköllns in Deutschland übertragen, wo Dinge nicht gut sind. Aber dann haben wir immer gesagt, wenn Dinge nicht gut sind, dann machen wir was. Und wenn dann was gemacht wurde, dann werden wir sehen, dass es besser ist. Dreimal wurde ein Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen wieder von der Tagesordnung abgesetzt, weil in dem Paket auch beispielsweise Kürzungen für Flüchtlingskinder versteckt wurden und grundsätzlich weniger Finanzen auch für den Einzelfall. Da war ich ja noch Bezirksbürgermeisterin von Neukölln. Da macht mein Ministerium jetzt aber was. Jugendämter sind übrigens Sache der Kommunen. Verbesserungsbedarf besteht aber auch bei der Zusammenarbeit der Behörden. Wenn ein Kind zum Beispiel volljährig wird und plötzlich ohne Betreuung auskommen soll, dann muss man... Als ehemalige Bezirksbürgermeisterin in Neukölln glaube ich, Fürsorge heißt für mich befähigen, nicht versorgen. Also steht auch immer Förderung und Bildung im Vordergrund, aber nach klaren Regeln. Die Menschen vor Ort wollen Regeln, auch bei der Integration. Wir haben dabei nie gefragt, woher du kommst, sondern wer bist du? Nee, wir fragen nicht, wer du bist, sondern wohin willst du? Quatsch, nein. Frage nicht, wo du herkommen möchtest, sondern wer du sein würdest. Ich selbst komme ja aus Frankfurt an der Oder und will Familienministerin sein. Danke, Frau Dr. Giffey. Sehr gerne.